So, meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Guide. Alle Collectibles finden in Silent Hill 2. Ich zeige euch aber hier auch die Einstellung vordefiniert. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Die Trophäe für alle Dokumente oder Notizen könnt ihr nicht im New Game Plus kriegen. Daher, Leute, selbst wenn ihr es schon durchgezockt habt und jetzt im Nachgang alles farmen wollt, macht's nicht auf New Game Plus. Es gibt im New Game Plus ein Dokument nicht. Ihr müsst das ja alles in einem Durchgang schaffen, wenn ihr dieses Dokument, das ist einfach nicht da in New Game Plus und dementsprechend könnt ihr es nicht finden und dementsprechend ist der Run dann in vain, also umsonst. Deswegen hier Spielmodus Standard und auch meine Rätsel und so weiter ist natürlich die Empfehlung von mir, wenn ihr hier relativ einfach diese Trophäen sammeln wollt, dann stellt ihr Kampfherausforderungen und Rätselherausforderungen auf leicht und dementsprechend, ja, das ist eigentlich alles und dann gehen wir mal rein. Let's go. Town. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Leute. Und damit starten wir unseren Guide. Herzlich willkommen.
Leute, ihr findet alles unten in der Videobeschreibung, wie das Teil heißt und. Ich werde euch alles unten eintragen und ihr könnt einfach auf den Timestamp klicken. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst. Das wird mir sehr, sehr weiterhelfen, um weiterhin auch so gute Guides zu bauen. Mit sehr viel Aufwand und lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen gleich mal los. Das ist eine Trophy, die kriegt ihr eigentlich recht easy. Ich habe sie in meinem ersten Playthrough auch vergessen, deswegen wird sie jetzt auch kicken, wenn ich jetzt das mache. Ihr lauft hier einfach die Straße zurück, als wolltet ihr gar nicht into town. Es gibt kein Zurück mehr und dann kriegt ihr schon eine relativ einfache Bronze-Trophäe. Solltet ihr sie nicht haben, holt sie euch. So, das nächste ist, ihr habt ja auch einen, habt einen Brief von Anfang an bekommen. Ne? Also der Brief von Mary. In meinen rastlosen Träumen sehe ich diese Startzeilen. Hill, du hast versprochen, einmal mit mir dorthin zu gehen, aber du hast es nie getan. Bin jetzt alleine hier an unserem geheimen Ort. Ich warte auf dich. Und dann zählt natürlich auch das Foto dazu. Ne? Also auch das einfach auf Untersuchen angucken. Du könntest auch wenden, wenn ihr wollt. Und dann habt ihr das. So, dann geht's weiter. Das nächste ist die Karte. Passt auf, hier in eurem Auto. Könnt ihr euch holen. Karte von South Vale. Wichtig. So, also, und wenn ihr in Zukunft die Karte braucht, einfach die Oben-Taste drücken und ihr schaltet das. Könnt die Karte nutzen. Ich werde auch die Karte mal einblenden, wenn ich euch neue Sachen zeige. Ne? Also. Beziehungsweise wo welche Sachen sind, damit ihr das genau auf der Karte auch seht und wo ihr hin müsst. So, dann kommen wir jetzt noch den Friedhof. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought... my father and brother were here, but I can't find them either. I
I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. So, wunderbar mit diesem. Ich finde es irgendwie so absolut atmosphärisch, diese Gespräche und alles. Es ist durch und durch ein sehr gutes Spiel, Leute. Wenn ihr auf Horror steht und ein bisschen mysteriöse Story auch und so, ne? Ja. Seid ihr hier genau richtig. So, wir gehen den Weg weiter in Richtung Silent Hill. Wie sie schon mit so Tonen spielen, um euch ein bisschen Angst zu machen. Das ist die Ranch. Silent Hill Ranch, ne? So, dann geht ihr einmal hier rein. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Digga, wie oft willst du das jetzt noch machen? So, hier auf der Karte geht ihr einmal hier rein. Durch die Fronttür kommt ihr nicht rein. Hello? Das kann ich euch schon mal garantieren. Anyone in here? Das gehört auch mit zu den Collectibles. Ist ein Schlüssel, den ihr aber zwangsweise braucht. Ohne den kommt ihr auch nicht weiter. Das kann ich euch schon mal sagen. Ihr findet hier jetzt auch nichts Großartiges mehr. Hier nämlich auch die Tür aufsperren. So, und dann gibt es den ersten Blick in die Vergangenheit, so nenne ich das mal. Ich zeige es euch mal auf der Map, Digga, wie oft noch. Hier an der Stelle auf der Karte. Dann geht ihr einfach hier vor. Das gehört auch zu den Collectibles, Leute. Also die müsst ihr alle in einem Durchgang auch finden, diese Erinnerungen an die Vergangenheit. Welcome to Silent Hill. Die Musik nicht toll. Nächste Collectible ist wieder eine Karte. Das ist eigentlich aber automatisch. Da macht ihr nicht viel. Das könnt ihr storyrelevant automatisch bekommen. Und ich natürlich auch immer hier so ein bisschen umschauen, wenn ihr wollt. Was so ein bisschen den Eindruck bekommen. Ihr merkt, James ist ganz schön im Schnaufen. Aber alles gut. Zumindest noch. Wann war die Rede?
So, das ist die Karte, die wir jetzt da gefunden haben. Und direkt vor uns. Also das ist natürlich auch, ne, gehört auch dazu, was der Story lädt. Wenn ihr jetzt hier reingeht, ich zeige euch das mal auf der Map. Alter! Hier direkt auf der Karte, also wirklich auch, wo ihr die Karte bekommen habt. Da geht ihr einfach straight geradeaus. Geht hier rein. Dann habt ihr hier eine Notiz. Cassandra, ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid geben, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Und das Wenden war nichts, also eine weitere Notiz, die wir brauchen für alle Collectibles. Grundsätzlich, Leute, ihr könnt euch natürlich immer hier umschauen, das ist gar keine Frage. Aber, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in die Richtung. Also in die Richtung meine ich hier lang. Alter, nee, ich krieg's nicht hin. So, man geht hier als nächstes. Also, noch braucht ihr übrigens keine Angst haben. Nichts wird über euch herfallen oder sonst irgendwie auf euch losgehen. Doch ja, noch keine Waffe. Hier in dem Stoppschild an der Kreuzung. Ich zeige euch die Karte noch. Digga, ich krieg's nicht hin. Hier nochmal. Dann geht ihr nach rechts durch. Bis ihr zu einem gewissen Punkt kommt. Das ist dann euer zweiter Glimpse quasi in die Vergangenheit. Ich zeige euch das. Moment. Ab da. Ihr seht's schon. Jetzt bin ich schon auf der Fährte. Hey! Wait! What is this? Ihr hört den Sound vielleicht. Ist super ekelhaft. Aber wir sind noch nicht da, wo ich hin wollte, mit euch. Sondern hier. Zeig's euch nochmal. An dieser Stelle bei der Maxis Road. Habt ihr hier den Punkt. Das ist wieder der zweite Glimpse für euch. Betreten verboten Gelände wegen Unfall gesperrt. Lebensgefahr für Sach- und Körperschäden wird keine Haftung übernommen. Klar, da wissen wir dann auch Bescheid. So, das nächste ist dann wirklich die Story. Der wird jetzt einfach folgen, weil das nächste Collectible kriegt ihr dann dort automatisch. Also wie ihr seht, ist hier alles ein bisschen durch. Seht ihr das Blut? Dann folgt ihr einfach. Zeige ich euch das mal auf der Map, damit ihr auch wisst, wo ihr da reingehen müsst. Also ein bisschen Walkthrough-Guide, wenn ihr wollt. Unterstütze ich euch auch gerne. Dass ihr nicht nur die Collectibles habt, sondern ein bisschen Walkthrough. Solltet ihr irgendwo mal hängen. Alter, jetzt hat die Kamera einen richtigen Vogel gekriegt. Ich kann euch nur empfehlen, das Zeug einzusammeln. Link Stuff. Gibt auch eine nette Trophäe, die das Spiel durchspielen muss, ohne Knacken, ohne alles. Also nur mit dem Rohr oder mit der Holzlatten oder mit der Kettensäge. So.
Jetzt habt ihr das berühmte Radio. Also, ihr könnt jetzt hier auch mal, das ist wichtig auch für eine Trophy und eure Ausrüstung, könnt ihr das ausschalten. Wichtig. Wenn ihr, da gibt es eine spezielle Trophäe, dass ihr das Ganze durchspielen müsst, ohne das Radio zu verwenden. Deswegen mache ich das jetzt auch in einem Zug. Pick that, man. Shut up. Das war ein bisschen aufregend, dementsprechend ist gut. Heilen musste ich mich diesmal nicht wie in meinem ersten Attempt, wo ich hart aufs Maul gekriegt habe. So, wir gehen hier weiter. So. Voll. Aktion. Immer gut. Ich glaube, jetzt könnt ihr auch wirklich anfangen, schön die Schubfächer durchzuschauen, damit ihr die entsprechenden Sachen findet. Dafür gibt es übrigens eine Trophy, wenn ihr ganz viele Glasscheiben kaputt macht. Ich zeige euch gleich mal die Karte. Hier direkt davor, in der Martin Street. Hier einmal hier vor. Where are you, Mary? Dann hier. Der einen Blick in die Vergangenheit. Nummer 3. So, und das nächste lässt gar nicht lange auf sich warten. Zeigt euch auf der Map. Aber ihr müsst einfach die Martin Street entlang. Kommt ihr auch gar nicht aus, Leute. Wie gesagt, schön Glasscheiben auch kaputt machen. Gibt dafür auch eine Trophy. So, anyways, wenn ihr hier vorgeht, seht ihr hier den Typ. Der hat ein Streichholzbriefchen dabei. Genau. Nelly Bar, Nellys Bar. Genau. So, und dann auch nicht unweit von ihm entfernt. Also wir schreiben das hier kurz auf, wo die ist. Und wenn ihr einfach weitergeht, seht ihr hier gleich das nächste. Notiz aus der Martin Street. Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Immer schön wenden, das ist wichtig. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ihr kennt's. So. Jo, wo war da jetzt was? Okay. Hier könnt ihr auch wieder speichern, wenn ihr das wollt. Ich jetzt aber nicht. Confident enough. Ist auch nicht schwer, ne? Also vielleicht. Schwierigkeitsgrad. Kriegt ihr auch hin. Aber wir haben den Typ jetzt auf jeden Fall die Scheiße raus. Das muss jetzt auf einmal einfach frei sein. So, ich möchte jetzt aber mal schauen, ist mein Radio jetzt. Ja, nee, sonst. Aber weil es halt den Radiosound gerade gemacht hat. So, Leute, nächstes Collectible. Hier an der Stelle, Café Texas. Sah sehr deutsch ausgesprochen. Geht hier einmal hier rein. Und dann habt ihr hier einmal die Kasse. Also erstmal einen Schlüssel rumdrehen.
Enter. Und dann habt ihr die Münze. What the hell? Alter, dass die Viecher zur Tür reinkommen. Also das hat mir gerade anders erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch mir nicht alles gemerkt, was in dem Game abging. Auch wenn ich es jetzt schon mal durchgespielt habe. Aber Leute, ich bin gerade innerlich anders zusammengezuckt. Das kann ich euch garantieren. Holy shit. Sorry. Mir geht's wieder gut. Alles gut. Alles gut. So, wenn ihr das erledigt habt und hier wart und euch die Münze geholt habt, das war wie gesagt hier an der Stelle, dann gehen wir vor an die Ecke zu Big J's. Da gibt's das nächste Collectible. Okay, der Dude ist aber tot, oder? Ihr könnt natürlich auch euch hier umschauen. Um eben auch hier noch ein Collectible zu finden. Ich habe ihn wieder gesehen, zumindest glaube ich, dass er meinte, er hätte mich nicht bemerkt. Ich weiß einfach nicht mehr. Ich bin so müde, ich finde sie nicht. Naja, egal. Schon wieder diese Kratzgeräusche. Aber das, glaube ich, zählt nicht zu den Collectibles, Leute. Also seid es mal nicht böse. Das ist einfach nur eine Notiz. Die müsst ihr nicht einsammeln. Ihr habt sie trotzdem gesehen. Ich habe sie euch gezeigt. Es geht wirklich nur um die Sachen, die ihr wirklich auch mitnehmt. Ja, also. So, dann halten wir uns ein bisschen. Seht's da? Wir sind auf der rechten Seite. Ja, jetzt auf jeden Fall seht ihr so einen Typen killen. Das ist ja mein Name, Alter. Okay. Die, Monster. Nur aber nicht einer. Aber wie gesagt, immer schön Glasscheiben zerstören. Da ist noch einer. Servus. Kleiner Tipp für euch. Immer wenn ihr dreimal zugeschlagen habt, kurzer Hit. Ausweichen und dann könnt ihr weitermachen. So, und dann gehen wir hier zu Big J's rein. Und in Big J's finden wir das hier. Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so also getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, wartet nur darauf herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Also es ist ein sehr creepy Town. Steht auch nichts weiter drauf auf diesem Ding. Oh Gott. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh. Okay. So, dann sind wir hier draußen. So, jetzt gehen wir einfach die Straße rechts entlang. Also hier war der Eingang zu Big J's, ne? Hier haben wir den Typen umgenietet. Ja, da ist der nächste zum Umnieten. Okay. Groovy Music ist right here. Zeige ich euch nochmal auf der Karte. So hier. Hier ist auch einer am Chillen, das weiß ich. Aber wenn wir kümmern uns erstmal kurz um das. So, noch einer, ja, ne? Alter, jetzt hat er mich voll wohl gerade. Anyways. Hier habt ihr eine Notiz.
Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult, hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, allein schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos rausgerannt und hat sie hier gelassen. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nellys nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. So, drehen wir auch mal. So, ist nichts zum Lesen. So, dann geht ihr hier einfach weiter. Hier könnt ihr die Scheibe kaputt machen. Dann findet ihr hier nochmal Collectibles. Da habt ihr hier einmal den Kleber, wichtig. Und dann habt ihr hier die Schallplatte, auch nochmal wichtig. Die eine Hälfte zumindest. Jawohl. So, dann wieder auf die Map. Und wir gehen in die sogenannte Katzstraße. Auf. Hier raus und dann vorne rechts durchlaufen. Ihr müsst übrigens auch nicht jeden Gegner killen, so wie ich das hier im Moment mache. Ne? Aber da wir hier auf Easy unterwegs sind, kann man das ein bisschen erlauben. Vor allem auch an Orten, wo ihr halt einfach seid, wo ihr da häufiger seid, da stören die da einfach nur, das muss man sagen. Also hier, ich zeige euch nochmal die Map. Hier vorne. So, der ist tot. Oder war es schon, keine Ahnung. So, Leute, hier gibt es sehr viele Sachen. Wir fangen mal an. Und zwar direkt einmal hier links neben der Tür. Café Texas, wir müssen hier weg, wir treffen uns dort. Nichts weiteres drauf. Das ist das nächste. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ihr steht hier weiter vor den Woodside Apartments. Haben da was? So. Ja, da kümmern wir uns erstmal darum. Wo war ich? Also, hier wieder. Vor den Woodside Apartments. Wenn ihr da hingeht, habt ihr einen Glimpse in die Vergangenheit. Wichtig. Zum Einsammeln. So, dann sind wir wieder hier. Dann geht ihr. Wir waren jetzt da links. Dann habt ihr hier euer erstes Foto. Das ist aber nicht die Nummer 1. Also nicht hier sind so viele Leute. Einmal wenden. Oh, es ist die 1. So, habt ihr hier. Es sind so viele Leute. Genau. Dann als nächstes Katzstraße weiter entlang. Katzstraße. Dann dürft hier ein Dude liegen. Was ist das? Ich sollte da nicht durchgehen. Ich weiß nicht mal, warum. Ich will es einfach nicht. Sie stinken nicht, aber sie sehen so aus. Sie riechen nach gar nichts. Wenden, ist nix. Ja, du kannst da liegen bleiben. So, das ist auch erledigt. Dann, Leute, geht's da auch weiter? Gibt's noch mal was? Und zwar auch weiterhin in der Katzstraße. Hier. Ein Glimpse in die Vergangenheit. Lesen wir auch mal. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Alles klar. So, Leute, von hier aus, ich zeige es euch auf der Karte, machen wir uns wieder in Richtung hier auf den Weg. So, jetzt sind wir hier die Straße runter, die Neely Street. Das sind die ersten Bugs. Ist gut für die Trophäe, dass ihr Sachen mit Kick-Attacks killen müsst, aber ich habe es gerade mit einem Ding gemacht, also war nicht so doll.
Manchmal, wie gesagt, kein Target-System, aber das ist nice. So Leute, hier bei Neelys Bar, seht ihr das? Und dann dreht ihr euch einmal um und dann habt ihr hier ein Schaufenster. Das macht ihr kaputt. Dann habt ihr hier, ich war glücklich, die Nummer 6. Wie gesagt, die sind nicht nummeriert in der Reihenfolge. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Kommen wir doch mal rein, würde ich sagen. Servus. Komm mit da. Der nächste. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Der fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heulte, würde alles in Ordnung bringen. Ich hab alles zusammengesucht, was ich konnte, aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Da waren wir schon. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt an der Soul Street neben der Apotheke. Neben der Apotheke, Apartment Nummer 9. Das ist so mehr oder minder unsere nächste Main Story, die wir zu erledigen haben. Ihr habt gesehen, James hat es auch markiert. Dann habt ihr hier auch nochmal was. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Das müsst ihr nicht anfassen, ich hab's euch nochmal gezeigt. So. Nehmen wir natürlich. Ist klar. Ist euch auch sicherlich klar, was ihr damit machen müsst. Ihr müsst jetzt quasi das kombinieren, das kombinieren, das kombinieren. Da ist das Ding wieder zusammen. Könnt ihr auch schon reintun, wenn ihr wollt. Aber es spielt eigentlich relativ keine Rolle, jetzt das schon zu machen. Ist da. So, dann habt ihr das nämlich schon mal erledigt. Dann eine Coin könnt ihr auch reintun, aber wir haben leider noch nicht den Knopf und um den müssen wir uns kümmern. Das meinte eben auch gerade der Kollege. Der Schlüssel kriegen wir erst später. Ihr könnt ja wieder mal speichern, wenn ihr das wollt. Das ist natürlich euch überlassen. So, und dann gehen wir wieder raus. Wir folgen der Straße. Ihr seht unten Soul Street Apartments. Das ist unser nächstes Ziel. Bedeutet, wir gehen in diese Richtung. Den Typ habe ich Saures gegeben. Könnte ich auch sonst immer schön in Zeit angucken, wenn er das macht. Das ist jetzt hier. Happy Burger. Da liegt einer, der ziemlich durch ist, aber ich glaube, da passiert nichts. Dann habt ihr hier nochmal was. Das zählt aber nicht dazu. Spürst du den Heißhunger? Bla bla bla. Also Essen, ne? Irgendwie in der Bude hätte ich jetzt. Ich wusste doch, dass du aufstößt, Alter. Da ist noch einer. Los geht's. Da noch einer? Ja. Also. Immer gut umschauen. Alles killen. Ihr seht. So ein Loot hält sich am Anfang wirklich, wirklich in Grenzen, das kann ich euch sagen. Und später wird das dann deutlich erhöht. Vor allem bei so Apartments kann man dann gefühlt jedes Mal die Ding aufmachen. Schubladen. Ah, da ist hier was.
Gesundheitsdrink ist da. Warum, dass ihr das mal gesehen habt, ne? Könnt ihr dann hier durch? Und dann hier könnt ihr euch durchquetschen. Voll. Ist nicht kriegsentscheidend, aber ganz praktisch. Injektionen am Anfang sehr wertvoll. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. So. Dann weiter im Text. Ja, Bruder, aber da habe ich jetzt auch noch keinen Bock. Also jetzt muss auch mal gut sein. Ihr müsst, wie gesagt, nicht jeden Gegner bekämpfen. Ich kann euch aber sagen, sie verfolgen euch relativ hartnäckig. Und öffnen sogar Türen. Das ist kein Mist, das ist die Wahrheit. Da oben, lass mal kurz gucken. So, wir sind eigentlich schon da, hier an der Stelle. Da ist er Bug, den kümmern wir uns gleich mal drum. Gar keinen Bock drauf. So, dann habt ihr hier die Karte. Ist aber nur zum Lesen da, so, ne? So. Dann habt ihr hier das nächste Collectible. Ich zeige euch nochmal, wo wir eigentlich genau in der Karte sind. Na, also hier unten in den Soul Street Apartments. Da ist der Ort, den ich meinte. So. Das ist es. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, Tropf durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Richtig abgefuckte Bruchbude. Da ist der Schlüssel. Den braucht er auch. Dann könnt ihr hier auch den kürzende Tür, Kürzung in Anführungszeichen. So Leute, aber bevor wir die Soul Street Apartments, die Collectibles sammeln, erstmal nochmal vor die Tür. Und zwar hier zeige ich euch das und dann geht ihr hier an der Stelle nach links und dann habt ihr richtig, richtig viel Sammelbares. Aber erstmal wieder einen Otto killen. Nee, kannst gleich liegen. So, und dann habt ihr, wie auch immer, da den ersten Zettel. Und das ist jetzt eher eine Spur. Habe ich da was? Nicht wirklich. Also es geht weiter. Ich schreibe auf, was ich herausgefunden habe. Vielleicht hilft es dir ja irgendwie. Wenn du das liest, bin ich wahrscheinlich schon tot. Okay. Da habt ihr das nächste Ding. Das Licht zieht sie an, laute Geräusche auch. Wenn du überleben willst, dann bleib im Dunkeln und sei still. Wird dich wahrscheinlich so oder so nicht retten. Also irgendjemand ist doch hier. Ich bin doch nicht lost. Geht's weit? Ach, da. Servus. Oh, anyways, da waren wir. Und hier geht's auch weiter. Man kann sie töten, sorgt einfach dafür, dass sie unten bleiben. Könnt ihr reingehen und euch hier umschauen. So ein Health Drink. Und dann habt ihr letzten Endes das hier noch. Alles, was mir diese Stadt je gebracht hat, ist Schmerz und Leid. Klingt echt übel. Aber ja, das war die sogenannte Wohnmobil-Notiz. Also ihr seht, da konnte man sich gut austoben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Apartment. Damit wir hier auch nichts vergessen. Soul Street Apartments gleich hier drüben. Und zwar, wenn wir hier reingehen in den Nummer 16. So, da haben wir das aufgeschoben. So.
geht ihr hier einmal rein, rechts Treppe hinauf. Für die 5 haben wir einen Schlüssel von unten geholt. Alter, die Bude sieht aus. Das ist für alle, die ein bisschen Höhenangst haben. Okay. Das zählt übrigens auch nicht dazu, weil ihr es nicht mitnehmt. So, das ist auch wichtig. Wichtig, aber ohne den kommt ihr auch gar nicht weiter, das kann ich euch schon mal sagen. Das ist wichtig. So, sind wir wieder auf dem Dach. Wir können dann gleich mit der Feuerleiter komplett runtersteigen. Zeige ich euch. Wir haben nämlich in den Apartments noch was vergessen. Das zeige ich euch auch noch. Kann man leicht vergessen. Ich glaube, ich habe das damals in meinem ersten Playthrough auch verkackt. Bin sehr, sehr vergessen. So, dann gehen wir nochmal rein. Zeige ich das nochmal. Wenn ihr hier reinkommt, geht ihr hier die Treppe rauf. Wenn ihr die Treppe raufgegangen seid, geht ihr da vorne nach rechts. Ihr könnt hier unten drunter durch. Aber erstmal machen wir einen auf Kammerjäger. Machen wir den nächsten. Es kommt definitiv aus diesem Apartment mehr, ganz sicher. Ich habe es Ihnen schon 100 Mal gesagt, warum unternehmen Sie nichts? Es ist unerträglich. Ich spüre, wie es in meine Haut eindringt, dass sich meine Lunge drängt. Okay. Das klingt wirklich nicht toll. So. So, dann sind wir wieder auf dem Flur draußen und verlassen die Soul Street Apartments wieder. Haben wir alles, wir haben den Jukebox-Knopf und so weiter, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, das ist nicht auch Storytaking, auch falsche Tür, I'm so sorry. Was haben wir hier eigentlich? Ah ja, auch gut. Das zählt übrigens auch nicht, weil nehmt ihr ja nicht mit. Also es geht wirklich ausschließlich um das Zeug, was ihr mitnehmt, aber was gut ist, es gibt halt Healing-Stuff, ne? Vergesst den Raum nicht. Ist praktisch. Wenn man sich um Healing keine Sorgen machen muss. Das kann ich euch gerade im späteren Verlauf des Spiels noch garantieren. So Leute, wir sind in den Soul Street Apartments durch und haben da alles bekommen. Das heißt, wir müssen eher in diese Richtung. So, und dann zeige ich euch noch was, bevor wir dann in Elis Bar gehen und dann eben entsprechend
die Schallplatte einsetzen, den letzten Button und dann die Münze rein und ihr wisst's ja. Und zwar geht ihr hier über den Parkplatz von Happy Burger. Geht hier drüber. Bleib mal jetzt stehen. Jetzt glaube ich, ist Schluss. Genau, dann bleibt ihr hier so ein bisschen halb rechts. Ich zeige euch das mal auf der Map. Bis ihr zu einem Truck kommt. Besser. Natürlich ist hier wieder Gesellschaft. Die ich mich natürlich erstmal kümmern werde. Irgendwie links, aber... Anyways, ist egal. Hier ist es auf der Map. Dann geht ihr einmal hierher. So. Ich glaube, es hat mir noch keiner getroffen. Das war das erste Ding. Das war das erste. Und das zweite, wie gesagt, wir sind hier auf der Map. Ist direkt hier. Du wirst sehen, früher oder später wirst du es sehen. So, das war auch das. Und dann können wir jetzt zur Bar gehen. Befindet sich dann hier auf der rechten Seite. An der Ecke. So, dann schmeißen wir uns an. Und dann brauchen wir die C2. Day there. Just the two of us staring at the water. So, der Schlüssel ist natürlich auch ein Collectible, ne? Aber der ist ja zwangsweise, müsst ihr den holen, kommt ja gar nicht dran vorbei. Den benutzt ihr dann hier auch direkt, braucht ihr dann auch nicht mehr, das kann ich euch schon mal sagen. Na, also, dann nehmt ihr das hier, schiebt das durch, gebt euch mehr oder minder die Mechanik das erste Mal erklärt. Health Drink, wenn er den dann braucht, wenn er den wollt, hat nichts mit den Collectibles zu tun. Just for the game. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht, er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht erfahren lassen. Also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Dein Wagen sollte hinten stehen, schon morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der Turquoise-Grüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet.
haben wir uns markiert. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Ich kenne halt alle Türen auswendig. Geht jetzt einfach mal durch. Das nächste und das letzte Collectible hier für East Vale, Valley Vale ist. Relativ einfach. Ist auch Pflicht, also kommt da gar nicht dran vorbei. Ihr könnt euch natürlich immer umschauen, ne? Nach Healing Stuff und so schaut. Da liegt halt einfach auch was drin, ne? Also da immer schön gucken. Collectible gibt es jetzt an der Stelle erstmal nicht mehr so. Nur noch das eine Pflichtding und das ist da weiter hinten. Wenn wir hier durch die Tür gehen, liegt hier auf der Seite etwas und das ist dann die letzte Interaction. Also, was heißt das? Gut sei der Bahn, das ist aber next. Boah, ist der Bein hier. Der Woodside Apartments ist direkt die Straße runter. Ich weiß gar nicht, ob man mich noch hört, so laut wie das gerade ist. Ich empfehle euch, braucht euch gar nicht antun. Einfach durchlaufen, Leute. Mit dem ersten Abschnitt, der hiermit erledigt ist. Der nächste Abschnitt des Woodside Apartments, dazu mache ich aber ein neues Video. Danke fürs dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann die Woodside Apartments komplett hops nehmen und alles sammeln. Wie gesagt, danke fürs dabei sein und wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke euch.